Herzlich willkommen, 18.18 Uhr Immorob TV. Heute mal mit dem Thema Kaufpreis richtig kalkulieren und dem potenziellen Verkäufer ein richtiges Angebot machen. Wie ich das kalkuliere, wie ich das Ganze dann umsetze, das seht ihr heute im Video. Viel Spaß. Wenn ich eine Kalkulation aufmache, stelle ich mir vorher mal eine ganz, ganz zentrale Frage, nämlich, was bedeutet mir das potenzielle Wunschobjekt? Das bedeutet, ist es zum einen eine reine Kapitalanlage, geht es mir nur um trockene Zahlen, das Ding soll liegen, vielleicht irgendwann wieder verkauft werden, eine gute Rendite abwerfen, oder ist es tatsächlich so, dass es ein Herzensobjekt ist, was vielleicht am Markt auch mehr nachgefragt ist, also ich tendenziell nicht der einzige Bieter sein werde, was kann ich dann maximal bezahlen, nach welchen Kriterien gehe ich dort vor? Wir fangen mal mit dem einfachsten Thema an und das ist ganz klassisches Thema Rendite. Ich habe ein Objekt, wo ich sage, ich möchte eine höchstmögliche Rendite erzielen, soll also am besten sofort wirtschaftlich laufen. Hier gibt es am Immobilienmarkt einen relativ einfachen Punkt und das ist der sogenannte Kaufpreisfaktor. Kaufpreisfaktor ist eigentlich gleichzusetzen mit einer Rendite. Für jeden, der in Mathe 5. Klasse ein bisschen aufgepasst hat, relativ einfach nachzuvollziehen. Wenn ich einen Faktor von 20 habe, also ich habe meinetwegen 20.000 Euro jährliche Mieteinnahmen, kalt, ganz wichtig, immer kalt, und einen Faktor von 20, dann rechnest du die 20.000 Euro mal 20 und bist bei 400.000. Und ein Faktor von 20 sind automatisch auch 5% Rendite. Könnt ihr euch merken, 100% ist Maximum. Durch den Faktor 20 wären dann die 5%. Also relativ einfach, wie ich das rechnen kann. Kaufpreisfaktor ist vor allen Dingen im klassischen Maklergeschäft ein ganz übliches Thema. Das heißt, ein Profi, der meinetwegen sein 124. Objekt gerade kauft, der ist in der Regel nicht mehr ganz so emotional dabei. Der sagt, ich kaufe jetzt alle Objekte in einer gewissen Region und ich zahle immer, Beispiel, den Kaufpreisfaktor von 18 oder 20. Und dann wird er immer, egal was da reinkommt, das Ganze durchkalkulieren, nimmt die Jahresmiete, ist aktuell und setzt den Faktor 20 an. Daraus kann ich mein Kaufpreisangebot formulieren sozusagen, weil ich dann eine Summe habe. Also ich packe euch gleich mal meinen Text mit rein. Ansonsten könnt ihr natürlich davon abweichen, wenn der Faktor ein Potenzial für die Zukunft bietet. Was meine ich damit? Relativ einfach. Du hast in deiner Region eine maximal erzielbare Miete von 9,50 Euro kalt. Das Objekt, was du einkaufst, liegt bei 8,75 Euro im Schnitt. Das heißt, du hast hier natürlich relativ wenig Spielraum nach oben. Ist der Faktor jetzt, wir bleiben dabei, du willst maximal Faktor 20 bezahlen, ist der Faktor jetzt aktuell bei 19 oder 22? Du könntest sagen, okay, ich will das optimal, zum Beispiel 22 nach unten drücken, da habe ich noch Luft nach oben, dann kannst du dort korrigieren. Wenn es natürlich jetzt so ist, wie gerade im Beispiel, du hast nur 75 Cent pro Quadratmeter maximale Miete, dann kannst du natürlich keinen Faktor 28 geben, weil du das Potenzial nie hast. Hast du 9,50 Euro Potenzial in der Neuvermietung, das heißt, da ist in der Zukunft mehr drin und die aktuellen Mieten liegen aber bei 6 Euro, dann hast du ja das Potenzial, die aktuelle Kaltmiete um 50% noch anzupassen. Bedeutet, wenn dann der Faktor bei 25 ist, wäre überhaupt gar kein Problem, weil du dann natürlich die Möglichkeit hast, aufgrund dieser Rechnung zu sagen, okay, ich zahle jetzt mehr, als ich eigentlich bereit bin, aber du weißt, aufgrund der Mietanpassungen und bei Mieterwechsel hast du Mietsteigerungspotenzial nach oben, kannst du den Faktor innerhalb von 5 oder 6 Jahren auf deinen Wunschfaktor korrigieren. Dann kann man auch mal von seiner Summe abweichen. Ich selber mache das tatsächlich eher bei Objekten außerhalb von A-Lagen. Das heißt, wenn ich in einer Top-Lage investiere, werde ich von den Wunschfaktoren abweichen. Die meisten, die sagen, damit ich einen guten Cashflow habe, heute aktuell, ist 20 so die magische Grenze für viele Investoren tatsächlich, eher große Investoren. Das kriegst du aber unter Umständen in der Top-Lage nie. Also wenn ich in der Münchner Innenstadt was haben will zu dem Faktor, dann werde ich wohl leer ausgehen, damit gar nichts kaufen. Dann ist es teilweise besser, kommen wir gleich zu Punkt 2 dann noch, einem anderen Faktor das Ganze zu berechnen. Relativ einfach, wie gesagt, wenn ich es außerhalb mache, gucke ich auf die aktuelle Miete, aufs Potenzial und versuche dazu emotionsfrei wie möglich zu bleiben. Ich gehe trotzdem natürlich nie, weil das muss euch klar sein, habe ich in vielen Videos auch schon gesagt, je höher die Rendite, je niedriger der Faktor, bedeutet natürlich, je weiter muss ich von guten Lagen entfernen, mich sozusagen, damit ich am Ende auf einen Preis komme, der auch umsetzbar ist. Ich kann natürlich, und das machen leider sehr, sehr viele, die nehmen genau diese Rechnung. Jetzt kann es natürlich so sein, du hast ein Objekt, was in einem mittelmäßigen Zustand ist, aber schon lange relativ gut vermietet. Strukturell ist es vielleicht so, dass die Region eher abschwächt, das heißt, die Einwohnerzahl sinkt, Betriebe sich vielleicht sogar aus der Gegend verabschieden und du potenziell natürlich damit zu kämpfen haben, wirst du überhaupt gute Mieter zu finden. Das musst du natürlich mit einpreisen und dann den Faktor noch niedriger ansetzen, damit du langfristig dort auch Geld verdienst. Sanierung wird auch teuer. Das heißt, ich würde tatsächlich das Risiko gar nicht eingehen und die Lage zu weit weg von Wunschorten oder von guten Lagen entfernen, wenn ich diesen Faktor haben möchte.
Willst du in einer Top-Lage investieren? Muss dir klar sein, habe ich auch schon oft gesagt, dass du unter Umständen gar keinen Cashflow mitnimmst, sondern jeden Monat Geld draufpackst. Lohnt sich natürlich trotzdem, weil die Immobilie sich ja weiterhin abzahlt. Das heißt, dein Mieter zahlt ja die Tilgung für dein Objekt. Du zahlst einen Anteil vielleicht an den Zinskosten. Die kannst du wiederum, genau wie eine Abschreibung, steuerlich geltend machen. Das heißt, in Summe ist es immer noch ein Deal, der Sinn macht. Aber du hast vielleicht eine bessere Lage. Hier, wie gesagt, ist der Faktor nie das Einzige, weil der Faktor sagt ja nichts über die Qualität der Immobilie aus. Ich selber muss ganz klar dazu sagen, ich gehöre nicht zu den Investoren, die sagen, ich kaufe alles für Faktor X und kaufe nichts, was über den Faktor ist, sondern ich muss mir die Immobilie angucken. Ich bin absoluter Bauchmensch, weil ich glaube, die Objekte, wo ich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl habe, das ist auch dort, wo die Mieter hinkommen und sehr gerne drin wohnen wollen. Das heißt, ich will, dass meine Immobilien immer vermietet sind, egal in welcher Lebenslage. Und natürlich eine gute Miete erzielen, auch in der Zukunft. Das heißt, ich gehe eher von anderen Faktoren aus, nämlich zum Beispiel, wie ist denn der Zustand des Gebäudes? Ganz, ganz viele, die nur nach Faktor kaufen, haben halt das Problem, die kriegen den Wunschfaktor, kaufen ein Objekt und müssen die nächsten Jahre so viel nachinvestieren an dem Objekt, Dach erneuern, Fenster tauschen, mal die Fassade streichen, Treppenhaus, einzelne Wohnungen aufpäppeln, damit du die Miete auch nachhaltig weiterbekommst. Wenn du dann diese Nachzahlungen quasi mal auf den Kaufpreis aufrechnest, kann es sein, dass du heute zu Faktor 16 kaufst und in 10 Jahren einen Strich drunter ziehst und dann doch bei Faktor 25 gelandet bist, weil die nachfolgenden Investitionen natürlich geleistet werden müssen. Die kannst du dann oft nie in die Immobilienfinanzierung packen, sondern musst du aus Eigenkapital bringen oder teuer nachfinanzieren. Das heißt, immer Achtung bei denjenigen, die nur auf die Rendite achten. Ist das Objekt denn auch gut genug oder ist es wirklich nur der Faktor, der deine Gier ankurbelt, die dich langfristig aber vielleicht gar nicht erfolgreich mit dem Objekt macht? Deswegen kaufe ich eher nach der zweiten Variante und das ist ein realistischer Marktpreis und Quadratmeterpreis. Das heißt, ich gucke mir an, was kostet durchschnittlich der Quadratmeter Wohnfläche. Bei uns in Dresden zum Beispiel kannst du zwischen 1400 und 1500 Euro, ich sag mal eine Naja-Bude, so kurz vor Einfall, ich übertreibe jetzt, wo du wirklich extrem viel nachsanieren musst, bis 6.000, 7.000, 8.000 Euro auf den Quadratmeter neues Objekt im Top-Zustand in einer geilen Lage, da seht ihr, wie groß die Range sein kann. Ich würde jetzt mal behaupten, der sehr gute Bestand geht irgendwo zwischen 2, 3 bis 3 auf dem Meter. Da findest du schon sehr, sehr gute Objekte aus meiner Sicht, die von vorn bis hinten funktionieren. Das ist die Range, in der ich mich bewegen möchte. Das heißt, wenn ich kalkuliere, gucke ich, passt das erstmal grundsätzlich da rein. Ist es ein Stück teurer als das, was ich mir gewünscht habe? Der Zustand ist aber hervorragend. Vielleicht haben die riesen Balkone dran, wo du sagst, ey, das kriegst immer geil vermietet, einen Blick ins Grüne, vielleicht die Haltestelle in der Nähe, aber nicht unbedingt die Bahn direkt durchs Grundstück fahren. Das heißt, ich gehe dann an weichen Faktoren ran, um ein bisschen nachzukorrigieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will 2700 Euro für eine sehr gute Lage ausgeben, schaue ich mir dann einfach an, ist die Lage nicht nur sehr gut, sondern sehr, sehr gut und spielen alle weichen Faktoren mit, dann zahle ich auch mal 3000 Euro auf den Quadratmeter. Ist es zwar in einer guten Lage, aber die weichen Faktoren stimmen alle nicht, dann rechne ich mir aus, was muss ich nachinvestieren und ziehe die Kosten, die ich tendenziell die nächsten 10 Jahre zu erwarten habe, vom Kaufpreis ab. Und zahl dann vielleicht auch nur 2.000 auf den Quadratmeter, 1.800 Euro auf den Quadratmeter. Also einfach, dass ihr ein Gefühl habt, die Range ist riesengroß, in der ihr euch bewegt. Ich selber würde euch empfehlen, lieber einen Euro mehr zu bezahlen und ein Objekt zu nehmen, was von der Lage und vor allen Dingen von der Qualität her passt. Qualität, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du selber kaufst und jetzt nie unbedingt vom Fach bist, dann gib das Geld aus und nimm von mir aus einen Gutachter oder irgendjemand mit ins Objekt, der dir die technischen Sachen mal auflisten kann und dir sagen kann, was du tendenziell nachinvestieren musst, damit du überhaupt eine Kalkulation machen kannst. Ganz wichtig auch an der Stelle, das Ganze nie überbewerten, weil der Gutachter findet immer was. Der kann dir auch so eine Liste mit Mängeln schreiben, wenn du dann natürlich erwartest, dass du ein Objekt findest, wo der Gutachter nichts aufschreibt, wirst du auch nichts haben, weil der wird irgendwas finden. Und du darfst nie vergessen, der Verkäufer hat die Mängel natürlich teilweise im Kaufpreis auch schon einkalkuliert. Das heißt, man sollte das nie ganz so für bare Münze nehmen, aber die großen Punkte, wenn der zum Beispiel feststellt, die Heizung ist definitiv in 5 Jahren durch, die darfst du schon mit einkalkulieren. Wenn die Fassade nie die sauberste ist, weil sie vor 8 Jahren gemacht wurde, aber noch gut 8, 9, 10 Jahre hält, dann kannst du das in deine Kalkulationen natürlich nicht mit reinnehmen. Also dort ein Stück weit abwägen. Wenn du mit einem Makler kaufst, dem du vertraust, wo du sagst, das passt, der gibt dir alle Dinge mit an die Hand, dann kannst du natürlich auch dich ein Stück weit auf die Expertenmeinung verlassen. Wenn du selber fit bist, dann kannst du das Ganze vielleicht auch selber einschätzen. Also dort musst du natürlich ganz genau gucken, was ist am Ende wirklich der Punkt, der dich diese Immobilie kaufen lässt. Also ist es wirklich der Faktor? Geht es dir nur um die Rendite? Fernab von allen anderen weichen Faktoren?
Oder, und wie gesagt, das ist genau mein Thema, ich will eine Immobilie besitzen, die sich gut anfühlt, die sich für meine Mieter gut anfühlt. Und natürlich, wenn du später irgendwann wieder verkaufen willst, wirst du bei so einer Immobilie auch jemanden finden, der ähnlich emotional daran geht, der ein geiles Objekt für seinen Bestand will, der auch wieder bereit ist, deutlich mehr zu zahlen als das, was du vielleicht am normalen Markt bekommen würdest, wenn es ein reines Renditeprojekt ist. Das heißt, hier wirklich ganz, ganz, ganz stark aufpassen. Bei einer Eigentumswohnung, ne, also kein Mehrfamilienhaus, wirklich eine einzelne Wohnung, die in der sogenannten WEG ist, gibt es eine Rücklagenkasse, auch die natürlich immer angucken. Wenn die zu erwartenden Kosten von dieser Rücklagenkasse gedeckt sind, dann kannst du die auch gut und gerne aus deiner Rechnung rausnehmen und dementsprechend einen höheren Preis bezahlen. Also, wie gesagt, unterscheide, ist es ein reines Renditeobjekt, dann geh an die Kaufpreisfaktoren ran und schau auch, dass es am Ende sich so deckt, dass es natürlich Sinn macht. Wenn du in die Top-Lagen gehst, die werden sich auch immer am besten entwickeln. Die Nachfrage ist ungebrochen groß, vor allen Dingen, weil Menschen, die viel Geld haben, Qualität kaufen, dann zahl lieber ein paar Euro mehr. Nimm den Faktor gedanklich außen vor, wenn du es dir leisten kannst natürlich, und kauf lieber die Objektqualität. Und wie gesagt, hol dir Hilfe, wenn du selber nicht in der Lage dazu bist. Ne? Such dir einen guten Makler, einen Gutachter oder wie es unsere Kunden machen, die mit uns gemeinsam eine Objektauswahl treffen, wir die Objekte für die durchkalkulieren und natürlich auch den technischen Zustand bewerten am Ende. Wenn du das dann alles getan hast, unter den richtigen Voraussetzungen deinen Kaufpreis für dich festgelegt hast, dann musst du dem Verkäufer ein Angebot schreiben. Hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Ganze ist natürlich eine Verhandlung, ein Verkaufsgespräch. Auch wenn du der Einkäufer bist, willst du natürlich, wir machen ein Beispiel, ein Objekt ist 650.000 Euro oder 620.000 Euro angeboten. Haben wir hier jetzt gerade ein Beispiel, was wir euch jetzt mal hier reinhauen, wie ich so einen Text schreibe. Also ganz wichtig, für mich ist immer erstmal emotional. Es ist ein Verkauf, das heißt, sowohl der Verkäufer als auch der Makler sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, mit denen du in die Kommunikation gehst. Das heißt, Ziel ist natürlich, den Kaufpreis zu drücken, was ich hier an dem Angebot, was wir jetzt hier im Beispiel haben, natürlich auch mache. Und du musst es natürlich begründen. In dem Fall ist es so, es ist ein Dachgeschoss, was mal ausgebaut wurde, ohne Genehmigung. Ich gehe stark davon aus, dass ich das nachgenehmigt bekomme, weil den Fluchtweg, der nötig ist, der ist vorhanden. Es gibt aber für mich ein Restrisiko. Das preise ich mit ein, das ist ein Argument. Du kannst kleinere Schönheitsmängel anführen. Am besten bei der Besichtigung Fotos machen, an die Mail, an den Makler einfach mit anhängen und sagen, hier, das, das und das habe ich gesehen. In dem Beispiel ist es so, dass die Heizungsanlage vielleicht irgendwann gemacht werden muss. Also verschiedene Punkte, um den Preis zu drücken. Hier darfst du auch gerne die Punkte verwenden, die dich eigentlich nicht kratzen. Also ich schreibe manchmal Punkte mit rein. Gerade so im Fassadenbeispiel, sieht nicht mehr schön aus, muss irgendwann gemacht werden, schreibe ich mit rein, obwohl ich weiß, dass die Fassade noch gut 10, 15 Jahre halten kann und wird. Um dem Verkäufer und dem Makler natürlich zu zeigen, hey, vielleicht doch nicht so ein Sahneschnittchen, ich gehe mal ein bisschen noch runter. Also du musst verständlich erklären, warum du den Preis handelst. Einfach den Preis zu handeln, was viele machen, was ist letzter Preis? Das funktioniert halt leider nie, weil du willst dem Verkäufer natürlich auch nie auf den Schlips treten, wie man so schön sagt, und deswegen das Objekt auch nie kaputt treten. Stell dir vor, die Verkäufer, die haben das Objekt seit 20 Jahren im Bestand und ist vielleicht sogar eine emotionale Bindung dabei. Und jetzt tust du denen in deiner Mail aufzeigen, wie bescheiden das Objekt eigentlich ist, dass es von vorne bis hinten verranzt ist und du überhaupt nicht bereit bist, die 650.000 zu bezahlen. Das ist eigentlich nur 300 wert, so ungefähr. Dann kann ich dir empfehlen, mach lieber gar kein Angebot als ein freches Angebot. Ich sage in der Regel, hey, der Zustand ist aus meiner Sicht mehr als in Ordnung, aber das und das sind die Mängel, ist wirklich ein schönes Objekt. Wie gesagt, ein bisschen Bauchmiezeln an der Stelle, um die emotionale Basis zu schaffen, damit die dann überhaupt zuhören, wenn du die Mängel aufführst. Die müssen nachvollziehbar sein, damit der Verkäufer am Ende auch sagt, ja, ich komme dir ein Stück entgegen und wir kommen vielleicht zusammen bei dem und dem Preis. Meistens ist es ja so, wie in dem Beispiel, 650 soll das Objekt kosten, 585 ist hier in dem Beispiel jetzt mein Angebot und wahrscheinlich werden wir uns irgendwo bei 620.000 Euro treffen, zumindest so mein Bauchgefühl. Also ganz, ganz entscheidender Punkt ist hier, emotionale Bindung, alles logisch und fair nachvollziehen, weil am Ende jedes Geschäft soll ein gutes Geschäft für alle Seiten sein. Natürlich will ich so günstig wie möglich einkaufen, aber man muss natürlich auch den Verkäufer verstehen, er will natürlich auch das Maximal aus seiner Immobilie rausholen. Wenn du es übertreibst, und das passiert leider den meisten tatsächlich, die mit wenig Erfahrung und wenig Feingefühl in so eine Verhandlung gehen, und dann kaufen sie gar kein Objekt, dann sucht der Verkäufer sich einfach einen anderen, angenehmen Käufer, der einen realistischen Preis bietet. Ich kann dir an der Stelle auch sagen, das Teuerste, was du machen kannst, ist keine Immobilie zu kaufen. Das wird langfristig mit Sicherheit die schlechteste Entscheidung sein. Deswegen zahl doch im Ernstfall lieber ein paar Euro mehr. Das macht in der Rate und am Ende gibt es gar nicht so viel aus. Aber wenn du ein gutes Objekt hast, was du unbedingt haben möchtest, dann leg dich auch ins Zeug, dass du es bekommst. Es empfiehlt sich vielleicht auch mal bei einer Besichtigung, wenn du weißt, der Verkäufer ist dabei, vielleicht mal eine Flasche Wein mitzubringen, die Stimmung zu lockern, nie klar austrinken, ne? Aber vielleicht dem Makler auch mal was in die Hand drücken. Hey, danke für deine Zeit. Also all das ist ein Verkaufsgespräch, das muss euch klar sein. Und so
wirst du am Ende den Verkäufer überzeugen. Ich flitz jetzt zum Notartermin ein Objekt verkaufen. Danke euch erstmal für eure Zeit, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kennt die ganze Prozessur. Und wer es noch nicht kennt, ja, da steht das Buch Taugenichts. 3, 4 sind noch da auf jeden Fall. Dann guckt mal gerne auf immorob.de. Da könnt ihr das Buch erwerben und natürlich direkt auch eine Terminanfrage stellen. Wenn ihr eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollt, tragt euch dort ein und wir melden uns bei euch. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken und bis demnächst.